So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen, mehr oder weniger spontanen Abendstream. Und wir machen da weiter, wo wir am Samstag aufgehört haben, und zwar in Supraland. Der obsessive Completionist ist noch offen. Wir sind mit der Story durch. Ich möchte alles einsammeln, was es noch zu sammeln gibt. Und mein Plan für den heutigen Abend ist es, bei dem Schlachtfeld hinterm Dorf zu beginnen. Das haben wir am Ende des letzten Streams nicht mehr gemacht. Wir sind jetzt bei 83% insgesamt. Und im Wesentlichen ist es jetzt noch, die restlichen Truhen einzusammeln und das ein oder andere Hilfsmittel, von dem wir schon gehört haben. Und wir haben von jemandem, der das Spiel schon durchgespielt hat, dem guten Arcanum, am Ende des letzten Streams den Hinweis bekommen, dass hier tatsächlich gar nicht mehr so viel fehlt. Ich hatte die Vermutung, dass hier noch bis zu 4 Einträge fehlen in diesem Feld. Allerdings scheint es so, dass die obere Reihe tatsächlich bereits vollständig ist. Das sind nämlich nur Waffen und die Waffen haben wir alle schon. Und hier unten fehlt nur noch ein einziger Eintrag in der Ecke. Und da bin ich mal sehr gespannt, was das sein wird und wann und wo wir das bekommen. Wir starten auf jeden Fall mal ins Spiel. Und der Plan für heute ist, es ist ja unter der Woche, da kann ich nicht ganz so lang streamen. Also da wird der Stream nicht ganz so lange gehen. Ich habe mir mal so als Maximum etwa 22 Uhr gesetzt. Manchmal überziehe ich ja gerne, aber ich werde darauf achten, dass das nicht allzu sehr geschehen wird. Und der Plan ist halt, wie gesagt, dass ich mit dem Schlachtfeld beginne und hoffentlich da die Wellen der Gegner diesmal bezwingen kann. Seit unserem letzten Versuch haben wir auf jeden Fall sehr viel Waffenpower dazu gewonnen. Also wir haben sehr viele Schadensanzeigen erhöht für unsere verschiedenen Waffen. Und wir haben auch das super Käsemesser beim letzten Mal bekommen. Ich starte mal das Spiel, dann werdet ihr sehen, was ich meine. Und ich hoffe deshalb, dass dieser Versuch auf dem Schlachtfeld etwas erfolgreicher laufen wird. Und dann werden wir sehen, was wir dafür bekommen. Ich erwarte natürlich, das ist schon ein bisschen... Ja, also es erschien mir immer eine schwierige Aufgabe zu sein. Ja, hier sehen wir nämlich jetzt, wir haben hier beim letzten Mal dieses mega coole fancy Käsemesser bekommen. Das Lichtschwert. Als wir die ganzen Monde in den Meteoriten vor dem blauen Dorf gesteckt haben. Wir haben nämlich beim letzten Mal nicht nur die restlichen toten Helden gefunden, sondern auch die restlichen roten Monde. Ich glaube, es war nur noch einer. Und die Helden waren noch 2 oder 3, die wir beim letzten Mal gefunden haben. Und ja, dafür gab es dieses coole Lichtschwert hier quasi, das mega schnell meine Gegner zu Konfetti verarbeitet. Und außerdem haben wir die Power unserer Waffen auch erhöht. Also vor allem hier haben wir den Schaden im zweiten Feuermodus deutlich erhöht. Und deshalb hoffe ich, dass diese Aufgabe heute zu bewerkstelligen ist. Hallo Malkov! Jemand Fremdes streamt. Ja, tatsächlich. Ich habe am Samstag schon mal wieder gestreamt, nach 10 Monaten, die ich pausiert habe, die ich Pause hatte. Und tatsächlich dachte ich, jetzt vielleicht mal wieder etwas regelmäßiger reinzustarten. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass du da bist. Sei mir herzlichst willkommen. Wie gesagt, wir haben am Samstag schon ein bisschen weitergemacht. Die Story von dem Spiel habe ich ja durch. Das habe ich ja letztes Jahr schon im April, glaube ich, durchgespielt. Und dann auch kürzlich endlich mal die Streams geschnitten und hochgeladen. Und jetzt bin ich dabei, noch den ganzen Rest zu machen. Eigentlich ist das ja gar nicht so meine Art, dieses wirklich alles einsammeln. Oder sagen wir anders, ich mache das schon gerne. Aber jetzt, ich sag mal so Errungenschaften oder so und jede Kleinigkeit dann auch noch vor allem online jetzt sammeln zu müssen, ist eigentlich nicht so meine Art. Also ich kann auch gerne Errungenschaften liegen lassen oder Dinge ignorieren, die mir nicht so gefallen. Aber bei diesem Spiel hier, das hat mir einfach so gut gefallen insgesamt, dass ich mir gesagt habe, ich möchte das tatsächlich auch noch machen. Und es wurde sich auch gewünscht, dass ich das tatsächlich im Stream mache. Von daher bin ich jetzt hier und ich habe noch 27 Truhen einzusammeln, sieht man auf der linken Seite. Ich bin gespannt, wie weit wir heute damit kommen. Habe ich nicht gesehen, mitbekommen, habe nicht mal eine Nachricht erhalten. Ja, das ist schade. Ja, das war auch sehr spontan. Das habe ich sehr spontan am Samstag entschieden, dass ich nochmal streamen möchte. Und dann, ich glaube, das waren 3 Stunden letztlich oder so. Klingt auf jeden Fall gesünder. Ja, ich bin tatsächlich immer noch ein bisschen erkältet, aber es geht jetzt wesentlich besser und von daher dachte ich, ergreife ich mal die Möglichkeit, die paar Tage, in denen ich gerade wieder Stimme habe oder so, bevor die nächste Erkältung aus dem Kindergarten mitkommt oder so. Auf jeden Fall, wie gesagt, hier das Schlachtfeld.
Das würde ich heute nochmal angehen. Wir wissen schon, dass hier auf diesen ja, zwei Hauptpfaden hier von hier vorne werden Gegner auf uns zukommen. Da hinten öffnen sich zwei Portale quasi. Also es sind Gegner, große Wellen von Gegnern, Gegnerwellen, die hier ankommen. Und ich weiß halt noch nicht, was passiert. Ich weiß weder, wie viele Wellen es sind, noch was passiert, wenn wir sie tatsächlich geschlagen bekommen. Und ich weiß auch nicht, wie weit ich beim letzten Mal damit gekommen bin. Ich weiß nur, wenn zu viele Gegner das andere Ende erreichen, dann ja, wird es halt abgebrochen, beziehungsweise dann haben wir verloren. Und bisher habe ich es halt noch nicht geschafft. Wir dürfen auf diesem Feld hier unseren Force Cube nicht benutzen. Der wäre natürlich eigentlich hilfreich, wobei ich jetzt gar nicht so genau weiß, wofür. Man könnte vielleicht mit dem Force Beam, also mit diesem Beam irgendwie was anstellen, aber die Möglichkeit haben wir jetzt erstmal so nicht. Es gibt vielleicht kreative Wege, das zu machen, aber ich würde erstmal darauf verzichten wollen. Und der Hamster ist da, hallo! Herzlich willkommen! Du warst ja am Samstag auch schon da, du weißt ja ungefähr, wo wir gerade stehen. Dr. Malka rät, aus dem DM Kamillenessenz holen, okay. Ja, also wir haben die diversesten Erkältungsmittel natürlich. Das ist, wie gesagt, es ist seit Mitte Dezember sind wir quasi durchgehend alle krank. Das ist immer die Erkältung der Woche und dann, ja, so sieht's aus. Naja, auf jeden Fall hier Schlachtfeld und so weiter. Wenn wir das heute schaffen, werden wir schauen, was wir als Belohnung bekommen. Ich erwarte natürlich irgendetwas super Cooles zu bekommen, weil das hier schon irgendwie eine schwierige Nummer ist. Zumindest war es das ohne die Waffenpower, die wir jetzt haben. Ich hoffe, dass es heute etwas einfacher wird. Und dann sehen wir weiter. Sollte es so sein, dass ich wirklich keinen nennenswerten Fortschritt mehr mache. Wir haben hier auf der gesamten Karte jetzt noch 27 Truhen. Die sind nicht immer sehr einfach zu finden. Es könnte also passieren, dass ich ein paar Minuten lang rumlaufe, ohne irgendetwas zu finden. Und wenn das Ganze zu langweilig werden sollte, dann könnten wir im größten Notfall auch einfach mit dem DLC starten. Ich habe den DLC, dieses Crash, besitze ich bereits und das kann man hier ja ziemlich unabhängig von dem Hauptspiel starten. Und das könnten wir dann machen. Ansonsten können wir auch nochmal in die Errungenschaften reinschauen auf Steam, welche wir haben, beziehungsweise vor allem welche wir noch nicht haben und ob uns vielleicht eine Möglichkeit einfällt, die noch freizuschalten. Und ja, das ist im Wesentlichen der Plan für den heutigen Stream, der wie gesagt so maximal bis 22 Uhr gehen sollte. Und dann schauen wir mal, wo wir stehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht dann auch heute zu diesem Spiel ohne den DLC der letzte Stream sein könnte, weil eventuell am Ende nicht mehr genug übrig bleibt, um einen weiteren kompletten Stream zu füllen. Aber das schauen wir dann alles so, wie es läuft. Jetzt überlege ich gerade, wie man das hier nochmal... Wie habe ich das denn ausgelöst? Wann beginnt das denn noch gleich? Achso, ich mache erstmal hier das, den Lauftext mache ich mal weg, damit ihr den ganzen Bildschirm seht. Ihr kennt ja meine Unprofessionalität. Jeder hier weiß, worauf er sich einlässt. Arcanum, hey, einen wunderschönen guten Abend. Ja, vielen Dank, dass du reinschaust. Ich freue mich sehr und ich werde jetzt deinem Tipp nachkommen, hier das Schlachtfeld mal anzugehen. Und bin sehr gespannt, ob wir das diesmal schaffen. Ich hoffe ja, wir haben ja beim letzten Mal einiges an Waffenpower dazu gewonnen. Hier Käsemesser, sage ich nur, und so weiter. Und dann bin ich mal sehr gespannt, ob das diesmal klappt. Wie funktionierte das nochmal? Ich musste das hier hin... Ah, hier war ein Schalter, genau. Ich wollte gerade sagen, ich stand irgendwie immer an diesem Ende. Genau, hier steht ein Schalter. Wenn ich den betätige, dann beginnen vorne die Gegner ihren Run. Jetzt überlege ich gerade, vielleicht wäre es eine schlaue Idee, also die starten ja ganz da vorne, wenn ich mein Teleportationsgerät schon mal vielleicht hier so hinlege. Und dann... Jetzt rollt das ganz nach vorne, wa? Ja, okay. Ja, das driftet... Nee, das driftet mir zu weit ab. Warte mal. Vielleicht mal gegen den... Gegen den Felsen hier. Bleib mal liegen hier. Vielleicht, damit ich einfach schnell nach hier vorne springen kann. Kann ich das hier ablegen, so dass es liegen bleibt am besten? Oder ich muss ganz nach vorne springen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich finde die Idee nicht schlecht, um einfach schnell die Hälfte des Spielbretts hier überwinden zu können. Bleibt das hier vielleicht? Ja, hier bleibt so mehr oder weniger liegen. Naja, wir betätigen das mal und dann springen wir schnell nach vorne.
und versuchen uns der ersten Gegner zu erwehren. Spätestens 21 Uhr bin ich wieder weg. Ah, okay, ja, alles klar. Kann dir nicht allzu lange beim Failen komplettieren zuschauen. Ja, wir werden sehen, wie weit wir kommen, Malkaf. So, wir versuchen das auf jeden Fall. Und ich bin gespannt. Also, 1, 2, 3, go. So, dann springen wir... Nein, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Ja, das war schon ein super, super Anfang. Ja, was mit dem Failen kommt auf jeden Fall hin. Ich habe natürlich die falsche Taste gedrückt. Nicht die zum Teleportieren, sondern die, um die Kugel neu abzufeuern. Das war natürlich extrem sinnvoll. Ja, Frau 87 mal wieder. Okay, vielleicht mache ich das... Vielleicht mache ich es auch andersrum. Ich hätte es vielleicht andersrum machen sollen. Die Kugel hinten liegen lassen, damit ich im Zweifelsfall nochmal schnell wieder nach hinten springen kann. So, kurz vor die Portale, die ich euch jetzt gar nicht gezeigt habe. Moment, da sind sie. Da hinten, diese leuchtenden Kreise sollten meine Gegner möglichst nicht erreichen. Und wenn das eben doch zu viele tun, und viele sind in dem Fall, glaube ich, gar nicht mal so viele, dann endet der ganze Spaß hier, nämlich schon. Ah. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie weit es jetzt noch ist. Ja, hier ist schon die Säge. Die ist vielleicht eine ganz gute Orientierung. Hat jetzt jemand das erreicht oder sind das einfach die Nächsten? Das sind, glaube ich, einfach die Nächsten, die hier... hier ankommen. Wie gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wie viele Wellen das hier sind. Und ich weiß auch gar nicht, wie weit wir beim letzten Mal damit gekommen sind. Also in welcher Welle ich die letzten Male immer so gescheitert bin. Vielleicht sollte ich auch das Schwert ein bisschen mehr zur Hilfe nehmen. Ich weiß es nicht so genau, ob das besser funktioniert. Auf jeden Fall schon früher anfangen zu schießen. Schießen, 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 schießen. Keine Pausen lassen. Alles absäbeln, was da ist. Ich kann jetzt gerade natürlich nicht in den Chat gucken. Das werde ich gleich tun, wenn ich verloren habe. Dann hole ich mir eure schlauen Tipps ab. Ja, 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 die kommen jetzt doch schon recht weit hier. Ah ja, die schießen ja auch auf die Portale, glaube ich, ne? Die machen quasi... Im Prinzip machen die einfach Schaden auf die Portale. Ich glaube, die müssen noch nicht mal durchrennen. Die können die auch einfach so irgendwie beschädigen. Boah, es sind viele. Es sind nur die Kleinen. Oder wesentlich nur die Kleinen, aber viele davon. Nein, 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 nein. Ja, ich sehe nicht weit genug nach hinten. Nein, 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 nein. Euch habe ich noch gesehen. Okay. Oh, ich habe keine Ahnung, wie viele hier noch kommen. Das sieht aber schlecht aus da hinten. Die ganzen Vulkantypen. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, ich fürchte, ich lasse gerade auf der anderen Seite zu viel durch. Ja, 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 nee, 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 tut es nicht. Okay, Zeit fürs Schwert. Ja, doch. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Ah, ich glaube, das geht tatsächlich... Geht das mit den Portalen? Geht das auf meine Lebensleiste da oben? Weil dann wäre die ja mittlerweile auch länger geworden, tatsächlich. Also dann könnte ich jetzt sogar mehr Schaden aufnehmen, als bei meinen ursprünglichen Versuchen. Oh, nicht gut. Nee, ich habe den Überblick verloren. Nein, 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 nein! Oh, verdammt, oh, verdammt, oh, verdammt, oh, verdammt. Ich glaube, das war's, das war's. Die kriege ich nicht mehr alle aufgehalten. Ja, das war's. Oh nein. Okay, der erste Fail schon mal. Bin gespannt, ob du es tatsächlich ohne Tricks schaffst, schreibt Arcanum. Ja, ich habe schon eine Idee. Ne, das hier, ich meine, das steht hier nicht ohne Grund. Es gibt natürlich Wege, das vielleicht zu umbasteln, indem wir uns Hilfsmittel aus dem Dorf holen, aber ich hätte es eigentlich gerne ohne geschafft.
Das war jetzt aber schon eine harte Nummer. Ich glaube, ich habe deutlich verloren. Also ich weiß halt, wie gesagt, einfach nicht, war das jetzt die letzte Welle? War das die fünftletzte Welle? Kommen noch 10 Wellen? Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich halt da jetzt gar nicht einordnen, wie viel da noch kommt. Und ich überlege gerade, wie ich das am geschicktesten... Ich müsste diesen... Ob ich den nach vorne lege, um ganz schnell hier vorne starten zu können. Wenn man die richtige Taste drückt, dann funktioniert das vielleicht auch. Oder ob ich ihn nach hinten lege. Das ist vielleicht ein bisschen zu weit vorne. Dann bin ich direkt hinter denen. Dann muss ich hinterher rennen. Das ist vielleicht auch nicht so clever. Warte mal, vielleicht knall ich den dagegen und guck mal, wo er liegen bleibt. Aber das ist auch nicht weit genug vorne. Das Stück kann ich auch laufen. Ich hätte ihn ja gern hier irgendwie liegen, den Ball. Wenn ich es dann noch schaffen würde, die richtige Taste zu drücken. Auf dem Gerät. Ja, ich laufe nach hinten, während das Ding nach vorne rollt. Einfach. So. Dann drücken wir ganz schnell die Taste, springen nach vorne. Ja, das ist, eigentlich hilft mir das nur in der ersten Welle. Bei den späteren werde ich nicht mehr dran denken. So, jetzt bin ich hier vorne, aber jetzt kommen ja nur hier die Kleinen. Die sind ja nicht so dramatisch. Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, hier vorne zu stehen. Erstmal, aber man wird natürlich sofort nach hinten gedrängt. Wo ist noch einer? Ist hier einer durchgebrochen? Nein! Boah, der Sprinter. Guck dir das an. Da war schon einer. Ganz außenrum hat er sich geschummelt wahrscheinlich. Habe ich gar nicht gesehen. Oh nein, 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 nein. Ich habe das Gefühl, ich bin schlechter als eben. Oh, wo sind sie? Nein, verdammt! Natürlich hinter mir. Wenn ich schon frage, dann hinter mir. Dann ist es schon zu spät. Hat jemand mitgezählt, in welcher Welle wir eben gescheitert sind? Ich nämlich nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es mir was bringt, das zu wissen. Mist. Verdammt! Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Oh, das ist auch nicht gut, was da ankommt. Halt! Du bist sehr schnell. Überhaupt die ganzen Kleinen hier. Die schlüpfen schon durch, wenn ich noch entgegenrenne quasi. Ja, und jetzt lasse ich mich schon so weit zurückdrängen. Mist. Mann, ey. Ich schaff's nicht.
Boah, harte Nummer das. Harte Nummer. Vielleicht lasse ich die Kugel jetzt mal hinten liegen, damit ich im Zweifelsfall schnell zurückspringen kann. Aber das werde ich sowieso wieder verpatzen. Ich kenne mich ja. Ich drücke dann sowieso die falsche Taste. So, wo kommen die? Hier, die kommen ja auch hier auf dieser grauen Fläche, die Portale. So, stellen wir die mal ungefähr hier hin. Bleib halt liegen jetzt. Du bist eine Welle weitergekommen diesmal. Hey, immerhin. Ja, selbst wenn es mir gleich gelingt, mich zu teleportieren, ist wahrscheinlich, bin ich wahrscheinlich ganz fernab. Die rollt irgendwo jetzt in die Walachei hier. Egal. So, wir versuchen es nochmal. Ich habe allerdings noch keine gute Taktik dafür. Nee, jetzt geh doch jetzt wirklich nicht so weit weg hier. Ich habe noch keine gute Taktik dafür. Vielleicht lege ich sie hier hin. Also ich weiß noch nicht, wie ich noch mehr rausholen kann quasi. Ja, okay, komm, vergessen wir den Plan. Wir laufen einfach wieder nach vorne. Also ich habe nicht mehr viel, von dem ich glaube, dass ich es noch zusätzlich machen könnte. Außer eben hier mit irgendwelchen Basteleien anzufangen. Es wäre halt schon praktisch, wenn man einen der beiden Wege absperren könnte quasi, sodass Gegner auf diesem Weg nicht mehr durchkommen und man quasi nur noch einen Weg verteidigen muss. Und hier liegt ja auch Holz rum. An Holz könnte man ja den Force Beam festmachen, aufhängen quasi. Und dann braucht man quasi noch ein anderes Ende. Da hätte ich schon eine Idee. Aber es kommt mir schon so ein bisschen geschummelt vor. Also, ich meine, gut, wenn man einfach clever ist und seine Mittel nutzen kann. Ich weiß halt nicht, ob es funktionieren würde, aber ich hätte eine Idee für den Notfall. Ach ja, das Geräusch heißt ja, ich habe sie alle, ne? Gefühlt hätte das wehtun sollen. Zum Glück hat es mir keinen Schaden gemacht. Ja, hier den Überblick zu behalten und jeden Einzelnen zu erwischen. Manchmal auch gar nicht so einfach. Dich habe ich gesehen im Augenwinkel. Ich glaube, hier auf Höhe der Säge ist eigentlich ein guter Platz, um beide Seiten zu sehen. Aber das ändert nichts daran, dass ich total überfordert damit bin, beide Seiten frei zu halten. Hier sind, ja, hier haben wir es wieder. Gleiches Problem. Ich habe mich so weit zurückdrängen lassen. Nein! Mist. Vielleicht sollte ich das Schwert besser nehmen. Das ist bestimmt meine beste Waffe gerade. Also drauf zulaufen und schießen, dann mit dem Schwert durchklöppeln. Dann mit dem Teleporter nach hier hinten und alles abfangen. Denn jetzt habe ich den nicht getroffen, ich Idiot. Jetzt habe ich ihn doch durchgelassen. Ja, nee, nee, das war auch nicht meine beste Performance. Wahrscheinlich auch nicht meine schlechteste, aber die kommt sicher noch. Das sieht nicht gut aus. Ich schaue gleich wieder in den Chat, sobald ich verloren habe.
kann nicht mehr lange dauern. Da bin ich ziemlich sicher. Jetzt habe ich auch die Teleportationskugel hinten nicht mehr. Das heißt, jetzt komme ich nicht mehr schnell von einem... Boah, was kommt denn hier angerannt? Alter, wie schnell die sind. Na, ich kann nur eine Seite aufhalten. Mist! Ach, Mann! Ach, irgendwann wird es einfach zu viel. So, ich bin eine Welle weitergekommen. Powerlord, hey! Hallo, sei mir gegrüßt. Herzlich willkommen hier. Kommst du auf die Felsen? Von oben hast du bestimmt eine bessere Übersicht. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Theoretisch komme ich da bestimmt hoch. Ich habe das Gefühl, dass mich das zu viel Zeit kostet. Auf den Felsen. Also vor allem hier, ne? Hier wäre eigentlich eine gute Stelle. Ich habe auch eben überlegt, meine Kugel hier hinzulegen, aber die wird runterrollen. Leider. Das ist eigentlich echt eine gute Ausgangsposition, so für den Anfang zumindest. Bis jetzt habe ich es aber noch nicht genutzt. Und wie gesagt, ich glaube, später ist eigentlich auch hier oben. Hier ist eine schöne Stelle nochmal, an der man beide Seiten gut überblicken kann, eigentlich. Ja, irgendwann wird es einfach zu viel. Ich lege mal hier die Kugel hin. So, und was... Ja, ich lege die mal hin, ist gut. Die rollt schon wieder weg. Und Arcanum hat geschrieben, ich sag's mal so, der Entwickler hat die Welt ziemlich exakt designt und viele Exploits von Spielern bedacht, um sich nicht irgendwo durch zu cheesen. Da, wo man es trotzdem kann, ist das für mich vom Entwickler vorgesehen oder zumindest geduldet. Ja, das könnte man... Jetzt weiß ich nicht, ob das nicht zu sehr da drunter ist. Manchmal funktioniert es dann nicht. Aber es rollt sowieso wieder. Es rollt eh wieder durch die Gegend. Ja, nee, das bleibt hier nicht liegen. Ja, das wäre halt eine Möglichkeit. Bin ich denn nah dran am Ende der Geschichte? Oder kommen da noch so viele Wellen, dass du sagst, so hast du keine Chance? Du kannst sonst auch mit dem Magneten die Säge hoch. Ach so, stimmt. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Hier. So. Stimmt, auch gut. Gefühlt wird mir das aber wahrscheinlich auch zu viel Zeit rauben, hier noch hoch zu latschen quasi. Aber die Idee ist schön. Ja, da, die Kugel. Na, egal. Muss ich drauf verzichten, glaube ich. So, nächster Versuch. Ich fürchte ja, dass wir heute 2 Stunden mit dem Versuch hier beschäftigt sind und nichts anderes schaffen. Aber schauen wir mal. So, hier auf den Felsen. Der gibt tatsächlich für den Anfang schön Übersicht. Aber sobald die ersten dann dran vorbei sind... Ja, okay. Da war noch keiner vorbei, zum Glück. Ansonsten haben wir ja gerade wenig Sinnvolles zu tun. Wir würden halt sonst jetzt, wenn wir das hier nicht schaffen, mehr oder weniger ziellos durch die Gegend irren und die restlichen Truhen suchen. Also da finde ich das hier schon eine sinnvolle Aktion, einen sinnvollen Versuch. Ich dachte, ich hätte schon einen durchgelassen. Weil das hier auf jeden Fall noch eine zielgerichtete Aufgabe ist, sag ich mal. War da einer schon? Nee. Wieder zurück. Ich muss vielleicht auch viel mehr den zweiten Feuermodus hier mit benutzen. Das erwischt ja dann schon doch einige mehr. Na, 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 na. Schießen, einfach schießen, egal was wir treffen. Ob wir was treffen oder nicht, einfach schießen. Halt! Boah, sind die schnell! Ah, jetzt bin ich schon wieder. Der hat mich schon wieder so weit. Nein, nein, nein!
so weit zurückdrängen lassen. Hier wird es dann schon schwierig, auf beide Seiten gleichzeitig zu achten. Ah, ich habe das Gefühl, ich nehme auch immer früher schon Schaden, in einer früheren Welle quasi. Kommen schon die ersten durch. Mann, ey. Nee. Na, ich stehe ja schon bei dem Portal. Nein. Höchste Konzentration gerade. Ich kann nicht reden. Eigentlich kann ich nichts außer triggern. Oh nein, 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 nein. Und noch eine Welle. Nein, das wird wieder nichts. Ey, es ist aber echt hart. Also ich habe jetzt schon so viel mehr Power und mehr Waffengewalt als zu Anfang. Boah, ey. Wir brauchen einen Raketenwerfer, ja. Ich glaube auch. Ich würde vielleicht einzeln durchlassen und lieber auf die Masse konzentrieren. Ja, das stimmt schon. Ich bin jetzt einzeln hinterhergelaufen, die an mir vorbeigekommen sind. Das war wahrscheinlich nicht so clever. Ich würde halt am liebsten keinen durchlassen, ne? Ist klar. Ja, vielleicht muss ich wirklich von den Kleinen am Anfang einige durchlassen und dafür zusehen. Ja, ansonsten ist natürlich halt die andere Idee, dass wir mit dem Force Beam hier irgendwie die Hälfte absperren. Wobei der natürlich nicht bis dahin reicht. Der hält ja aber auch an Gold oder ich glaube auch an nassen Schwämmen. Das heißt, wenn wir uns aus dem Dorf einen nassen Schwamm holen würden, den hier irgendwie so auf die Mitte legen und den Force Beam hinspannen, dann könnten wir quasi einen der Wege vielleicht absperren, sodass die Gegner nur noch über einen kleineren Pfad ankommen. Ich weiß nicht, ob ich das halt als geschummelt empfinden würde oder nicht. Ich trinke mal gerade einen Schluck, ihr könnt ja mal drüber nachdenken. Ich weiß aber auch nicht, ob ich so eine Chance habe. Also ich komme ja im Moment keinen Schritt weiter, habe ich das Gefühl.